going to speak about games beyond entertainment in a large context. It could be health, it could be political issues, social issues, any game that has a purpose. So I think that the potential is just to grow, and already I see how the conversation has advanced. And it's just the beginning. Already I see how people are really excited to get into this, and I see a great potential in Austria. And just to put it in context, in the US, it's still a very young field. You know, I started in 2004, which is also the year that Games for Change started. So we're talking about 12 years of development, while games are with us since the 80s. Spiel bedeutet vor allem einmal eine riesengroße Chance als Wirtschaftsfaktor, weil gerade im Bereich des Lernens sehr viele Möglichkeiten da sind, dass man Angebote schafft, aber auch, dass man diese Angebote nützt, denn durch Spielen lernt man besser, gibt es ja unzählige Nachweise dafür, und damit ist der digitale Wandel einmal mehr eine Quelle für Chancen, unser Leben besser zu machen. Das Herausfordernde an den digitalen Lernspielen ist, man braucht in Wirklichkeit noch mehr Forschung. Es ist aber voll spannend und ich bin schon gespannt auf die Zukunft, die wird Großartiges bringen. Ich kann mir als Lehrerin gut vorstellen, dass man das in meiner eigenen Klasse fächerübergreifend behandelt, dass man sozusagen wirklich die digitalen Medien in jedes Fach integrieren kann. Dass man das sozusagen jetzt nicht als einzelnes Fach anbietet, sondern wirklich kombiniert. Das ist sicher ein guter Ansatz in der Volksschule, mit digitalen Medien zu arbeiten. In meiner Ausbildung kam digitale Kompetenz nicht wirklich vor. Zum digitalen Lernen gehört eigentlich auch dazu, dass man das analoge Lernen unterstützt, eben mit dem digitalen Lernen, dass man hier interaktive Ausstellungsflächen aufstellt, damit das für die Kinder viel interessanter wird. Ich glaube, sie brauchen das, und deswegen sind so Plattformen wie die DigiPlay heute extrem wichtig für das digitale Lernen, damit es auch in das Bildungswesen hineinkommt und eben auch diese Kompetenzen der Kinder gefördert werden. Ja, es geht ja dann analog und digitales und interaktives Lernen. Das ist wieder was ganz Interessantes für die Kids, und darum ist es so wichtig, dass wir heute auch da sind.